Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Da ich ja leider gesundheitlich ein paar Wochen ausgefallen bin, muss ich jetzt natürlich einiges in Tarkov aufholen. Und so war ich in diesen zwei Raids dabei, Quests of Customs zu erfüllen, unter anderem Pharmacist und Golden Swag. Dass ich von Tarkov wie immer herzlich empfangen wurde, kann sich vermutlich jeder denken. Die zwei unterschiedlichen Arten, wie Tarkov das aber machen kann, habe ich euch mal hier ins Video gepackt. Wir steigen hier ein mit dem ersten Raid, bei dem ich erstmal wieder klarkommen wollte und die Hallen bei der Old Gas nach Loot erkunde, um danach dann das goldene Zippo für Golden Swag beim Big Red zu platzieren. Aber mehr möchte ich auch gar nicht spoilern, also was das an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Den Spot hier wollen wir natürlich nicht verpassen. Immer guter Shit da sein. Kann. Jo, okay. Die Sordins. Ja, ist eigentlich für dich, das ist egal, wo ich die hinschmeiße. Meine weg. Ist jetzt nicht die Welt, aber alles, was Geld bringt, bringt Geld, ne? Geheimtipp. Alles, was Geld bringt, bringt Geld, Leute. Haben wir hier noch Platz? Ne, gar nichts mehr. Ach, nee, nee, nee. Ich brauche noch eine. Scheiße. Das ist mein Todesurteil jetzt. Scheiß Carberry bringt mir den ganzen Vibe schon kein Glück. Wenn ich die mitnehme, knallt's danach immer kurze Zeit später. Eine Minute, 37 Sekunden später. Habt ihr das gehört gerade? Es klang fast so, als wenn jemand auf mich anlegt oder mir hinterhergelaufen ist, oder war es mein eigener Step? Die Scabs wollen mich heute alle verarschen. Die spawnen hier direkt bei mir. Ich brauche euch gerade gar nicht. Was ist hier heute los, Alter? Scheiße, hier lootet wer. Draußen. Bei einer links, einer rechts. Scheiße. Ach! Vier, zwei waren da noch. Einer in der Tür und einer vorne, Junge. Erst kriege ich vier fucking normale Scavs und dann vier Player-Scavs oder fünf. Warum so viele, Alter?
Ja, lang warten. Ich würde tatsächlich nicht außen beim Dorms lang gehen, sondern eher innen beim Busbahnhof. Weil in der Mitte halten sich meistens die wenigsten Spieler auf. So, ich hätte halt gern, dass die vorne da weggehen, ey. Ich glaube, vor mir ist nichts mehr. You're my friend now.
Der Scav war dein Buddy. Ja, habe ich schon. Ich habe ihn extra vorrennen lassen. Ah, warte mal, das ist noch ein Scav, ne? Fuck. Ja, die haben jetzt, glaube ich, die haben jetzt denen die Waffen weggenommen wahrscheinlich. Kann doch nicht wahr sein hier. Hier hinten, wo sonst nichts los ist. Hier müssen sie mir jetzt auf den Sack gehen. Ich brauche auf jeden Fall gleich die Kniften von den anderen Boys. So, als erstes nehme ich mir kurz den, der ist am nächsten dran. 23. Nehmen. Dreier und Vierer Armor. Aber die ist noch besser erhalten als meine. Nehmen wir erstmal mit. Noch 20 Schuss dafür. Comtex, scheiß ich drauf. Na, so. Was hat er für Munition geladen? M882. Naja. Okay.
Jo. Nice Dicer. Danke vielmals. Na komm. Die OP ist quasi Comtex. Hä? Ja, Kalog B kostet nichts, ich weiß. Aber irgendein Scav ist hier, hat hier seine Waffe geschnorrt. Da, die SVD. Die SVD. Obwohl, warte mal. Ich kriege den ganzen Bockmist mit, wenn ich den Scheiß hier... Ja, da kommen wir bloß nicht näher. Das da reinmache, das hier hin. So, und wir sehen mal wieder, meine Freunde, dass auch die dickste Armor dich trotzdem nicht dafür schützt, mit richtig beschissener Munition erschossen zu werden. Darfst du keinem erzählen, was das Ding an Gewicht... Warum nochmal werden immer die Skills zurückgesetzt? Genau, damit wir Spaß haben. Aber die Map ist, denke ich, fast leer. Ja, das ist möglich. Aber den Loot bringe ich jetzt raus. Ich denke, ich werde jetzt hier nicht mehr großartig looten, auch wenn ich den Loot hier noch gut gebrauchen könnte. Aber ich glaube, die haben hier schon einiges leer gemacht. Die waren so lange hier drüben, das macht gar keinen Sinn mehr, sich hier irgendwas anzugucken, glaube ich. Nice and Dicer. Eigentlich wollte ich nur ganz entspannt das Zippo noch platzieren, um von Customs kurz mal wegzukommen. Die Spieler hatten andere Dinge vor. Nicht jedes Teammitglied kann so gut wie ich sein. Ja, das ist richtig. Ja, okay. Blackbeat, Kurva Bobber und Sat Natsuki. Ich danke euch vielmals. Ungünstig gelaufen, wie soll man sagen. Falsche Zeit, falscher Ort. Aber trotzdem, danke für den Loot.